So, dann suchen wir doch mal den nächsten Gargoyle. Achso, ja. Ich hab's jetzt mal sein gelassen mit der Anmoderation. Das hier ist schon wieder eine neue Aufnahme. Und ja, vielleicht hört man's, ich bin ein bisschen angeschlagen. ja. Aber das soll uns doch nicht daran hindern, ja, diese wunderschönen Inselwelten Ich habe kein Fleisch zum ja Braten. dann nicht zu erkunden. So. Hier ist doch gerade irgendwer gewesen. Wer ist denn das? Wer bist du? Mac. Ahoi, junger Piratenkapitän. Bist wohl interessiert an den Geschichten eines alten Mannes? Oh Gott, davon habe ich schon viel zu viele gehört. Ja, gut. Für eine gute Geschichte bin ich zu haben. Schön zu hören, dass es noch junge Menschen gibt, die ihr Wissen bereichern wollen. Und nicht nur ihren Geldbeutel. Ja, sowas findet man in der Tat heute selten. Ja, was hast du denn für Geschichten für Was für uns? Geschichten hast du auf Lager? Ich könnte dir vieles erzählen. Ich war damals oft im Haus der Kapitäne und war schon in so mancher Crew. Weiser Mann, er hat vielleicht Antworten für uns. Ich kenne auch Geschichten über Abenteurer aus fernen Ländern. Was möchtest du wissen? Ja. Ja, Wie kann es sein, dass die halbe Welt verwüstet ist, während hier noch alle leben? Ich würde sagen, wir haben bisher Glück gehabt. Aber wenn dieses Seeungeheuer Mara so weitermacht, sind wir wohl auch bald dran. Du kennst Mara? Ei, ich kenne die Geschichten aus dem Haus der Kapitäne. Außerdem hat sie eines Nachts den ganzen Strand unterhalb meines Turms überflutet. Sei bloß vorsichtig, wenn du da runter gehst, Junge. Dort treiben sich einige Versunkene herum. Alles klar, wissen wir Bescheid. Was machst du den ganzen Tag hier? Was machst du denn den ganzen Tag hier so alleine? Manchmal helfe ich den Jungs drüben beim Fischen, aber meist halte ich einfach ein Auge auf die Schiffe, die vorüberfahren. Und ab und zu kommt mal jemand auf einen Plausch vorbei. Ach ja, das ist natürlich ein sehr erfüllter Tagesablauf. Wieso gehst du nicht in die Stadt und erzählst dort deine Geschichten? Für mich ist die Stadt mittlerweile etwas zu hektisch geworden. Früher, als ich noch ein junger Pirat war, habe ich viele Abenteuer erlebt. Aber ich bin alt geworden und ein wenig Ruhe tut mir ganz gut. Ja, gut. Dann gehen wir doch mal woanders hin. So. Ja. Da vorne habe ich eine Makibeere gesehen. Die möchte ich haben. Unbedingt. Um sie direkt zu verspeisen. Und dann diesen Äffchen. Oh. Oh, das sind aber viele. Und die waren ja ein bisschen stärker, meine ich, ne? Diese Blaukrallen. Und ich treffe doch wieder nicht, oder? Was sag ich? Ja, Chani, du tankst. Du tankst und ich gehe drauf. Oder wie machen wir es? Ja, so ungefähr. Halt dein Maul. So. Geht doch. Chani, du solltest dir eine andere Waffe besorgen, dein komischer Küchenlöffel bringt nicht so viel. Ja, lass es raus. Schön, dass wir so viel mitnehmen können, wie wir wollen. In Morrowind oder so könnte ich jetzt schon wieder nicht laufen. Was gibt's denn hier? Trank des Diebes, davon haben wir auch, glaube ich, schon was, oder? Ja, bestimmt, irgendwie so. Klappt das wohl, dass ich so ein, das brauche ich doch, um Schlösser zu öffnen, oder? Wenn ich das mit so einem Trank höher mache und dann zum Lehrer gehe. Obwohl ich das ja eigentlich noch nicht so hoch habe, klappt das denn wohl? Kann man das so verarschen hier, das Ganze? Müsste man mal ausprobieren. Und was wächst da? Ein Pilz? Ein Pilz? Ein Pilz? Nein, eine Garganos. Ach, so ein Elend aber auch.
Ach, da ist der andere Gargoyle. Gut, dann speichern wir vorher mal. Hä? Wurde uns nicht letztens angezeigt, hier wären nur zwei Gargoyles? Da sind ja jetzt mehr als zwei, so. Aua! Hilfe! Ah! Eldrick! Hilf uns! Na? Na? Ach, 12! Nicht 2. Ja gut. Da haben wir natürlich dann jetzt richtig Spaß. Oh, jetzt hacke ich schon wieder auf meine Tasten ein hier. Schrecklich. So. Ein bisschen was hätten wir da? Ja, halt dein Maul. Hier, erst dumm rumstehen. Oh, und da ist schon der nächste. Ja, ihr kleinen Leuchtekram. Ja, Chani, wenn du mich mal vorhin direkt geheilt hättest, ne? Ah! Auch nicht schon wieder. So, dann hau du auch mal den Alligator. So. Ja. So gefällt mir das. Das nenne ich doch mal Emanzipation. Ich glaube, mit solchen Sprüchen bin ich nicht unbeliebt, oder? Tut mir leid. Jetzt haben wir doch schon wieder einiges an Ruhm zusammen. Schön. Die Viecher sind echt überall, ne? Na, bitte nicht hier. Ach, geht doch. Chani, ich möchte zu dir, du kannst mich heilen. Oh, die machen aber gut Flächenschaden, die lieben Gargoyles. Ach, Mist, da liegt sie. Dann müssen wir wieder zu Eldrick. Der uns hilft. Roll, roll, roll. Los. Eldrick. Mach mal was. So. Und wo sind die Gargoyles jetzt hin? Ach, die haben keinen Bock mehr auf uns. Was ist jetzt mit Chani? Oh, da ist er. Ja, dann komm mit. Weiter geht's. Ach, der ist wütend, echt? Zusammen. Verlangsamt ihr der Speer? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Irgendwas macht das Ding ja mit dem. Habe ich so das Gefühl. Ja, da wollte ich hinschießen. Dahin und nirgendwo anders. Warum auch auf den Gargoyle, während der uns ordentlich auf die Mütze haut? Ja, dann erzähl doch mal, was die Biester wollen. Die Biester hier? Sie kamen hierher, um sich zu vermehren. Sie sind gerade dabei, ihre Eier zu legen. Du musst die Gargoyles vernichten, bevor sie sich weiter ausbreiten. Und ihre Eier gleich mit? Nein, ihre Eier bringt zu mir. Ja, machen wir. Na schön, wird gemacht. Sehr gut.
Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Wenn ich meinem Instinkt trauen darf, werden sie uns noch von großem Nutzen sein. Ja. Wie viele Eier sind das? Wie viele Eier mögen das sein? Bei der Größe dieses Schwarms würde ich schätzen, dass es nicht mehr als 5 sind. Ja, gut. Also ich steige hier gerade eine fette Gargoyle-Orgie. Oder wie sieht das aus? Chani, bist du da? Ja, gut. Ja, toll. Das Ding fliegt ja nicht mal durch die Pflanzen. Zurück mit dir. Och, Mann. Ja, mit dem Speer, das ist wirklich so eine Sache. Komm, hier. Ja, da blenden. Irgendwas tut das Ding, glaube ich. Ihr könnt jetzt natürlich in die Beschreibung gucken, ob irgendwas falsch steht, aber ich glaube nicht. Ansonsten finde ich das Ding relativ ineffektiv. Weil so viel Schaden macht das ja jetzt nicht. Muskete hätte ich mir vielleicht mal irgendwo besorgen sollen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Ah, Hilfe. Ich finde die sehr stark, muss ich sagen. Muss ich mal so anmerken. Ja, dann Gerissenheit. So. Steht denn jetzt irgendwas bei der Harpune? Nö, gar nichts. Okay, gut. Wir brauchen dringend was zu trinken. Das heißt, eigentlich müssten wir mal nach Takariwa. Der Schlund der Erde ist tödlich, nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Toll. Früchtekorb. Wo haben wir den denn noch her? Hilfe. Nichts zu holen. Ja, gut. Dann wird das wohl so sein. Irgendwo wird das schon seine Richtigkeit haben. Und dann schauen wir mal, ob da, wo der Gargoyle war, den wir gerade erlegt haben, ob da vielleicht schon ein oder zwei Eier herumfliegen. Man weiß ja nie. So, mal speichern, weil wenn wir sterben, kommt ja wieder dieser schlaue Spruch, häufige Speichern ist sinnvoll. Ja, und da ist auch direkt ein Ei. Das sieht man ja, in den kleinen schwarzen Kügelchen. Wie Niblas Kacke. Ja. Gut. Warum weiß er das denn sofort, wenn ich ihn anwerfen will? Da fühle ich mich schon so ein bisschen verarscht. So leicht. So ganz leicht. Ja, Chani, du schaffst das schon. Oh. Aua, aua, aua. Nein. Ah, das war jetzt ganz doof. So, Mist, aber auch dann trinken wir mal eben schnell was, anders geht's ja nicht. So, Eldrick, komm her. Eldrick, los. Also die Hälfte haben wir. In dem Tempo brauchen wir mal 3 Folgen dafür.
Johnny, hallo. Heilung. Ja, ich habe noch Grog übrig. Schön wär's. Ach, jetzt kann ich den Alligator auf einmal doch looten. Okay. So. Und da ist auch schon der nächste. Ach, getroffen. Hey. Und Shani, ich hab dir schon gesagt, nicht hier. Und wenn, dann mach es weg. So. Ja, toll. Jetzt gehe ich natürlich gerade dann dahin, wenn Shani liegt. Ja. Also wieder zur Eldrick rollen. Oder auch nicht. Ach nein, jetzt ist das Viech wieder... Nein, es ist noch nicht mit Full Life ausgestattet hier. Ja. Musste mich da jetzt irgendwie retten bei dem Platz. Weil ist Full Life... nee. Hat, ne? Nein, geh weg. Geh weg, du Handtasche. So. Wie geht's denn jetzt weiter? So, rollen wir uns jetzt jedes Mal hier hin? Also noch fünfmal. Und dann rennt ja auf jeder Insel welche von diesen Viechern rum. Oh nee. Das wird ja schrecklich. Also ich muss sagen, den DLC habe ich noch gar nicht durchgespielt, nur angefangen. Da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, weil dieses von Insel zu Insel reisen und den Viechern auf die Mütze hauen, das war mir zu anstrengend. So, verschlossen. Wo geht's hier lang? Hier sind Liane oder zwei, hier geht's zu Tarzan. Was ist das denn hier Schönes? Mir ist denn alles verschlossen? Die wollen uns doch ärgern, wollen die doch. Ja, diese komischen Viecher. So. Ach, Ohren kriegen wir von denen. Mhm. Ach, ich habe den großen Wasserfall gefunden. Der wird auch auf der Karte angezeigt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Vom Schlösser knacken. Ja, das weiß ich doch. Habe ich dir auch nicht beigebracht, du Knilch. Wo sind wir denn jetzt hingekommen? Ich habe ein bisschen Angst. In diesem Gitter sind Buchstaben eingeritzt. Sprich das Losungswort und der Weg wird frei. Mal sehen. Losungswort. Losungswort. Das war's wohl nicht. Tetrian doch. War das ruhig. Naja, hätte mich auch gewundert. Sesam, öffne dich. Nichts. Ich brauche das Losungswort. Ja, toll. Das kriegen wir woher? Oder ist das... Ja, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was das hier sein könnte. So, also ganz sicher bin ich mir da zwar nicht, aber ich habe da so eine Ahnung, weil mit dem Wasserfall hier, da war noch was. Tü-tü-tü. Und wieder ein wunderschöner Dschungel. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, muss ich sagen. Und was mir auch noch nicht aufgefallen ist, was ja, als es rauskam, noch stand... Ach doch. Da ist es wieder.
dieser Blumeneffekt bei den Büschen. Ne? Da sieht man es jetzt, wenn sie kleiner. Da. Wenn ich jetzt drauf zugehe, werden sie wieder größer. Wobei es nicht mehr so krass ist, finde ich. Aber kann auch sein, dass. Ja. Oh oh. Nein, friss lieber Chani, die schmeckt besser. Die schmeckt besser, hab ich dir doch gesagt. So. Ich habe kein Wort an dem verstanden, was du ja gesagt hast, aber Gesundheit. So. Ja, jetzt habe ich wieder nichts zu erzählen, so wie immer. So, da fällt mir gerade ein, mir wurde letztens von einem Freund gesagt, ich könnte ja von den Sachen, die ich so schreibe, mal was vorlesen nebenbei. Aber, naja, das dauert einfach zu lange. Das können wir dann mal machen, wenn wir Risen 3, nein, wenn wir Gothic 3 spielen und wir Ladezeiten haben. Da kann ich dann gerne mal was vorlesen. So. Wie viel Ruhm haben wir schon wieder gesammelt? 700, Hilfe. Also das bringt uns jetzt ja nicht mehr ganz so viel wie wann anders mal, aber... Also, so wie am Anfang. Aber man merkt, dass die Gegner mittlerweile relativ viel Ruhmpunkte bringen. Und zudem kriegen wir auch immer noch ein bisschen mehr durch unseren einen Ring. So, ein schönes Feuerchen. Aber wir haben nichts zum Braten, ne? Zum Braten. Nee. Ah, dann gehen wir Gargalt suchen.